Coach und Motivator in Berlin. Ich habe vor allem Klienten, die gerade aus einer Krise rauskommen, die gerade was verloren haben, die ihnen sehr wichtig war, wie eine Beziehung oder Arbeit. Und die stecken in so einer Art Tunnel, wo sie nicht das Licht am Ende des Tunnels sehen, wo sie keine Türe rechts oder links sehen. Und ich versuche mit diesen Videos jedes Mal eine Technik zu präsentieren, die vielleicht helfen kann, um aus diesem Tunnel rauszukommen. Vor kurzem rief ich meine Freundin an und sagte, weißt du, der Nachbar schreit wie verrückt. Sie hat dann geschaut vom Fenster und was war? Ein Nachbar hat gerade mit der Motorsäge was geschnitten und richtig laut und alles. Und ein anderer Nachbar macht das Fenster auf und schreit, hör auf mit dem Lärm und das kann doch nicht wahr sein. Und er schreit so laut, dass fast lauter als die Motorsäge ist, wenn man so will, wenn man in der Nähe von dem Fenster gewesen ist. Und so war einer laut und der andere war auch laut und keiner hat sich verstanden. Und der, der geschrien hat, hat noch mehr gestört als der mit der Motorsäge. Weil die Motorsäge ist ein Geräusch, den man sich daran gewöhnen kann, wenn man so will. Aber einer, der schreit, der so impulsiv ist und alles, das kann schon einer auf die Nerven gehen. Ich habe mir gedacht, das ist ein gutes Beispiel, wie man zum Beispiel selber mit sich selbst umgeht, mit anderen Menschen umgeht. Also wenn wir ein Problem haben, und wir schreien laut und wir versuchen dagegen zu gehen und wir versuchen was zu verändern und wir kämpfen dafür und so. Oft passiert, dass wir das Gefühl haben, wir kommen gar nicht durch. Wir machen das alles noch schlimmer und so ist es auch im Leben halt, mit uns selbst. Wir hören jeden Tag, wenn wir aufstehen, die Vergangenheit. Das ist wie so eine Motorsäge in unserem Kopf. Und wir die ganze Zeit sind belästigt davon. Und wir versuchen manchmal dagegen uns zu wehren, indem wir gegen die Vergangenheit schreien und uns wehren und sagen, du und ich, und was haben wir gemacht und was hast du gemacht und hätte ich bloß das nicht gemacht und so weiter und so fort. Mach die Augen zu und stell dir vor, dass die Vergangenheit dein Nachbar ist. Und heute wieder, die Vergangenheit fängt an, sehr laut zu werden in deinem Kopf. Und durch diese Vergangenheit, du stehst auf und du spürst wieder, deine ganzen Glaubenssätze sind wieder da, deine Ängste. Das werde ich nicht schaffen, weil ich das schon so erlebt habe. Niemand wird mich lieben, weil er damals mich nicht geliebt hat und so weiter. Du bist so sauer, dass deine Vergangenheit dich so nervt, dass du anfängst, deine Vergangenheit anzuschreien. Und du wehrst dich dagegen und du versuchst unbedingt da rauszukommen mit allen möglichen Kräften. Geh aber jetzt einen Schritt zurück. Stell dir vor, du stehst auf und du spürst, die Vergangenheit ist wieder da. Oder du bist irgendwo, du denkst, alles ist gut und plötzlich kommt wieder so ein Gedanken. Ich werde das nicht schaffen, weil ich damals nicht geschafft habe. Jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Wie würdest du die Sache mit dem Nachbar lösen, wenn du einen Nachbar hättest, der Geräusch macht? Du hast natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, vom Fenster zu schreien, aber wahrscheinlich wirst du nicht gehört. Welche andere Möglichkeiten hast du? Sei wie Wasser. Überleg dir wie Wasser. Was macht Wasser? Wasser, es gibt Steine und Wasser geht über die Steine, Wasser umhüllt die Steine und Wasser ist stärker als Stein, weil Wasser flexibel ist. Sei flexibel, sei nicht hart in deinen Entscheidungen, sei nicht hart in deinen Gedanken. Versuch mal langsam und flexibel zu sein, vorsichtig zu sein, andererseits aber auch resolut. Wissen, was du willst, aber auch erlauben, dass die Dinge anders sind, als du willst. Du kannst nicht gegen die Natur der Menschen, gegen die Natur des Universums kämpfen. Du musst versuchen, die Natur zu verstehen, mitgehen und mitlösen. In jedem Sturm, der kommt, in jedem Problem, der kommt, ist die Lösung rein versteckt. Es gibt in der Natur nichts, was kommt und vor immer bleibt. Wenn ein Erdbeben kommt, wird auch aufhören. Wenn ein Streit kommt, wird auch diese Ruhe kommen, die du so gehofft hast. Immer mit dem Problem kommt auch die Lösung. Also versuch mal zu schauen, wo ist die Lösung in dem Problem, den du hast. Wenn du jetzt ein Problem mit deinem Partner hast, wenn du ein Problem mit deinem Chef hast und du dich dagegen wehren willst, es hilft meistens, eher flexibel zu bleiben. Die Alternative sind halt, du kannst zum Beispiel hingehen und du kannst klingeln, klopfen, du kannst fragen, höflich fragen, du kannst bitten, dass vielleicht anders gemacht wird, zu einer anderen Uhrzeit. Du kannst zu deinem Partner gehen und versuchen zu verstehen, was bewegt ihn so zu sein, was hat ihn dazu bewegt,
so zu werden. Warum reagiert er so? Vielleicht kann er halt nicht anders. Wenn du ihn akzeptierst, wenn du akzeptierst die Dinge so, wie sie sind, wenn du die Natur der Dinge akzeptierst, kannst du besser damit umgehen. Das bedeutet nicht, dass du alles akzeptieren sollst, das heißt, du sollst kein Sklave werden von den anderen. Du sollst nicht den Nachbargeräuschen den ganzen Tag akzeptieren. Aber es gibt vielleicht andere Wege, wie du mit dem Nachbar das klären kannst. Wenn er das machen muss, aus irgendeinem Grund, du kannst nicht ihm verbieten, das zu tun. Du kannst nur Wege finden, wie du damit besser klarkommst und wie er vielleicht versteht, dass du Probleme damit hast. Vielleicht kann er das also nicht den ganzen Tag, vielleicht kann er das nur an bestimmten Stunden, vielleicht wenn du bei der Arbeit bist und so weiter und so fort. Sei wie eine Pflanze, die den Weg zur Sonne sucht, und wenn du die Pflanze drehst, die drehen sich die Blätter. Dreh dich, schau mal, wo die Sonne ist. Bleib nicht starr auf die Dinge, bleib nicht starr, so dass du unbedingt so sein musst, dass du unbedingt jetzt da die Lösung bekommst. Vielleicht ist die Lösung ein paar Zentimeter weiter weg. Manchmal ist weniger wirklich mehr. Das ist der Unterschied zum Beispiel, wenn man anstatt jeden Tag unbedingt joggen zu gehen, dass man zu Hause etwas Yoga macht. Da kann man ein paar Meter dasselbe erreichen in weniger Tagen. Flexibel sein bedeutet auch, nicht immer alles haben zu wollen und nicht immer alles so haben zu wollen, wie wir uns ausgedacht haben. Bedeutet, wenn ich heute was sage, aber morgen etwas Neues erlebe, ich darf auch mal sagen, was ich Montag gedacht habe, heute am Mittwoch, das sehe ich einfach ein bisschen anders. Ich eröffne mich zu der Welt, ich eröffne mich zu den Dingen, die ich erlebe, zu den Menschen, die mir was sagen. Und manchmal ist es auch so, dass wenn wir gerade was erlebt haben, was sehr schlimm ist, was uns fertig macht, dann wissen wir nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch, wie kann ich jetzt weiterkommen, wie kann ich jetzt entscheiden, was mein nächster Schritt sein wird. Und ich habe einen guten Freund, der mir sehr geholfen hat, den guten Olaf, den ich ja grüße. Und damals war es so, dass ich etwas entscheiden musste, worauf ich aber wirklich keine Lust hatte. Ich musste zwar rechts oder links gehen, aber eigentlich wollte ich nur zurück. Und Olaf sagte mir, Jafet, wenn das momentan einfach nicht drin ist, nicht möglich ist, und du keine Lust nach rechts oder nach links, aber du musst rechts oder links, sonst kommst du nicht weiter, dann entscheide dich einfach für rechts oder links. Und dann wirst du sehen, derzeit, ist es okay, dass ich schon entschieden habe, oder hätte ich vielleicht anders entscheiden sollen, aber zurück kannst du nicht. Und dieses nicht zurückgehen können, das bremst dich jetzt. Und das Letzte, was du jetzt brauchst, ist, dass du gebremst wirst. Du musst jetzt vorankommen. Außer du willst jetzt so stehen, dann kannst du auch stehen. Aber wenn du nicht stehen willst, dann entscheide dich. Sozusagen diese Flexibilität, indem man auch sagt, okay, das, was ich unbedingt will, ist momentan nicht drin. Ich kann das jetzt nicht machen, ich kann das jetzt nicht kaufen, ich kann das jetzt nicht haben, ich kann den Partner nicht zurückholen, ich kann diese Arbeit nicht zurückholen. Also muss ich jetzt weiterkommen. Also treffe ich eine Entscheidung. Dadurch, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, bin ich in eine Bewegung reingekommen, habe ich was geschafft und bin ich dann auf die Idee gekommen, was ich sonst hätte anders machen können. Wäre ich aber da geblieben, wo ich war, ich hätte meine Probleme nicht gelöst. Olaf und seine Frau Christiane wollten einen Yin-Yang in den Garten bauen und damit Steine pflanzen und so. Und das war so eine inspirierende Arbeit für mich. Ich bin jeden Tag vorbeigekommen und habe geschaut, wie viel weitergekommen ist und so. Und dann manchmal kam schlechtes Wetter und dann sagte ich, es tut mir leid, Olaf, dass du heute nicht weiterkommen kannst. Und Olaf sagte, so ist es halt, dann mache ich das morgen weiter, überhaupt kein Problem. Flexibel bleiben. Wenn die Sonne nicht scheint, bedeutet nicht, dass das immer so bleiben wird. Du kannst das, was du vorhast, trotzdem voranbringen am nächsten Tag. Du kannst den Menschen, den du liebst, vielleicht heute nicht erreichen, aber vielleicht morgen kriegst du Zugang. Sei flexibel, lass dir Zeit, hab Vertrauen, hab vor allem Vertrauen. Es gibt einen schönen Satz in Englisch, der heißt Let go and let God. Also lass es geschehen und lass, dass Gott das tut, sozusagen. Du musst nicht gläubig sein, aber es geht darum, lass einfach, hab einfach Vertrauen, die Dinge funktionieren. Du gibst schon alles, du tust schon alles, du versuchst schon alles. Du musst aber nicht mit Gewalt alles erreichen. Wenn eine Sache nicht ganz geht, muss man vielleicht einen Umweg finden. Sei auch flexibel mit deinen Kindern zum Beispiel. Man muss nicht immer wie so ein Hubschrauber ständig aufpassen, was die Kinder machen. Man muss natürlich aufpassen, dass sie sich nicht wehtun, dass nichts passiert. Aber wenn zum Beispiel Kinder streiten, das sehe ich immer wieder im Park oder so,
dann sofort kommen die Eltern, du darfst das nicht machen, du darfst das nicht so sagen, du darfst nicht so, lass die Kinder auch ein bisschen wachsen von allein, dass sie merken, wie weit kommen die, wenn das Kind kommt und sagt die ganze Zeit, hey du Papa, der andere hat mir wehgetan, der andere hat das gemacht, der andere hat das gemacht und so, dann kommt der Nächste und sagt, hey Papa, der hat mir was getan. Lass es sein, bleib flexibel, lass Zeit, lass die Natur ihren Kurs gehen. Natürlich, du passt auf, dass sie sich jetzt nicht richtig wehtun, aber solange es eine Sache ist, wo die beide auch ihre eigenen Grenzen kennenlernen, lass es einfach geschehen. Du musst nicht immer intervenieren, immer was zu sagen. Deine Kinder sind, wie Gibran sagte, nicht deine Kinder sind nicht vor dich da. Die Kinder sind durch dich da, aber die gehen ihren Weg, die müssen auch ihren Weg lernen. Und wenn sie dann für dich da sind, ist auch schön. Aber das muss nicht gezwungen sein. Das muss soft, das muss leicht, das muss natürlich funktionieren. Mein Name ist Yafet Mariani. Wenn du mehr wissen willst über mich und meine Arbeit, du kannst auf yafetmariani.com gehen. Du kannst hier den Channel abonnieren, mehr Videos anschauen. Und ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Nachbarn.